Ja, eine Kleinigkeit, die der Gerugon von eben gerade vergessen hatte, war, dass wir keine 5er-Mission machen wollten, bevor wir nicht den Schmied und die Gilde voll aufgestuft haben, um dann auch die richtige Ausrüstung und die richtig hohen Skills zu haben. Das könnte also ein wenig interessant werden, weil wir die Sachen nicht haben. Ich glaube, ich probiere es trotzdem. Ist ja nur eine kurze Mission. Dann noch ein kleiner Hinweis von Matt Murdock kam der, und zwar diesen Town-Event, den wir gerade hatten, mit den kostenlosen Ressourcen. Das kam von den Grainsacks. Das heißt, diese Sondermissionen haben doch einen Vorteil, der dann in diesen Town-Events gezeigt wird. Und ich fand das echt praktisch. Das hat man mir eben 6000 Gold gespart. So viel hätten wir eventuell auch an Loot bekommen, hätten wir die Grainsacks nicht mitbekommen. Also geht das einigermaßen auf. Das finde ich super, dass das dann so angepasst wurde. Jetzt allerdings wollte ich gucken, wo es hingeht. Also wir haben eine lange, eine Medium und eine kurze. Ich will nur die kurze. Ich will ganz schnell rein und wieder raus. Und ich würde gerne los mit... Es sind Ruinen, also Untote. Das heißt, Beaker wäre ganz gut. Ja, nicht so wirklich viele 5er-Tanks. Lex wäre sinnlos, weil die Skelette bluten nicht. Ein Endstresser wäre ganz nett. Wir haben nur einen Heiler. Ich bin fast versucht, Christule mitzunehmen. Aber nein, 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 die brauchen wir noch für die letzten Dreier-Bosse. Ja, du als Heiler. Und ich würde eigentlich Schmendrick ganz gerne mitnehmen, aber der kommt schon so stark in Richtung 6. Wobei, das ist eine 5er-Mission, also könnten wir das mit 6er-Helden machen. Ja, dann nimm doch mal Schmendrick mit. The Lost Band. Und dann kriegt er die Richtung 6 und dann können wir mit ihm auch die 5er-Mission einfach machen. Ja, sehr schön. Okay, Ausrüstung. Alles unequippen, sort by rarity. So, gegen Untote soll es sein. Das heißt, Untotenring für dich, Untotenring für dich, komisches Leper-Amulett für dich, das da, und einfach sehr, sehr viel Schaden, Schadenspeed und Dodge für dich, du kriegst nicht das Dunkeltamburin, nein, 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 wir werden keine 5er-Mission im Dunkeln machen, du mich auch, hier, das nimmst du. Bleib Beat 9. Füße, 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 Füße. Bleedskill nehmen wir. Untote. Kein Blutung. Stun Resist können gehen. Ja, nimm mal das da. So, und du bekommst das besser heilen. Und das besser heilen. Das ist ein Wunder. Das heißt, wir haben jetzt kein Dingenswurms dabei, kein Blutring. Das heißt, wir brauchen 4er-Schritte beim Essen, also ein bisschen mehr mitnehmen, aber das sollte ja finanziell hinhauen. Dann würde ich noch ganz gerne hier hin. Gucken, ob die alle up-to-date sind. Nee, du nicht zum Beispiel. Bei dir wäre es nicht ganz so wichtig. Bei dir die Keule würde 1 Max-Schaden erhöhen und 0,5 Crit ersparen, ne? Also ja, ich nutze ab und an das Blitzdings, aber nee, 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 nee. Guck mal lieber hier, ob wir da noch was kaufen können. Wie zum Beispiel den Self-Buff, den ich niemals nutze. Oder den Knüppel, den ich niemals nutze. Oh, hier ist was. Du musst erst vor kurzem 5 geworden sein. Oder 4. Self-Heal-Lanze, das. Sieht gut aus. Und du, das Solo. Bei dir habe ich ganz schön viel aufgestuft, ne? Ja, kostet ja auch nicht so viel. Wie teuer wäre es eigentlich, euch aufzustufen? 33 Bilder. Das ginge. Ich habe 46 Deeds. Kann ich mit den Deeds... Ja! Okay, 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 okay. Waffen oder Rüstung? Waffen machen sowohl HP als auch Dodge. Wenn ich schnell töte, kriege ich weniger Schaden. Ich glaube, ich nehme die Waffe. Ja, vergleichen wir mal bei ihm. So, du machst 12 bis 23. Das kann ich mir nicht merken, oder? 12 bis 33, 4, 3. 12 bis 33, 4, 3. 12 bis 33, 4, 3. A sharper sword, oh, okay. Oder ich lasse mir einfach so anzeigen.
Ja, das ist super. Es macht 1 mehr Grundschaden, 3 mehr Max-Schaden, 0,5 mehr Crit und, sehr wichtig, 1 Punkt in Speed. Und sieht hammergeil aus. Auch wenn es immer noch abgebrochen ist. Dann. Oh mein Gott. Ja, bei dir ist jetzt nicht ganz so wichtig. Ah, ist 1 Punkt Speed, ne? 4800. Das wird schweineteuer, die alle auszurüsten später. Böse, 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 böse. Nee, nee, das lasse ich erstmal. Die beiden Damage-Stile haben das und das muss dann auch erstmal reichen. Embark. Yep, Lost Band. Go. Und ich hätte gerne das. Eine Schaufel. 12 Essen sollte reichen, weil wir haben einen Heiler. Einen Schlüssel nehme ich mit. Naja, zwei. Und 8 Fackeln. So, go. Sollte ja relativ kurz sein, die Mission. Also brauche ich eigentlich fast gar keine Fackeln, weil ich könnte auch ein bisschen im Dunkeln machen. Aber es ist halt eine 5er-Mission, ne? Da haben wir richtig gut auf den Deckel bekommen. Also wir hatten es einmal getestet und danach hatte ein Gerugon der weiten Vergangenheit gesagt, wir machen erst wieder 5er-Missionen, wenn wir gutes Equip und gute Skills haben. Pace out the halls of your lineage once familiar. Now, Thorin. Da lang. Da. Ja. Erster Schlüssel. Wealth beyond Ja, measure. ist okay. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Du entstresst dich mal. Genau. Schon wieder scouten. Ah, ist das schön mit dem Baden mit der Karte dabei. So, da kommt jetzt ein Kampf und danach gleich ein Kampf. Bücher werden in Ruhe gelassen. Hallo, Kampf. Kein Surprise. Gut, erstmal Licht. Dann machst du bitte das auf die 27 HP. Die hatte mal 9. Wollte ich nur mal so anmerken. Die hatte mal 9. Hält jetzt gut was aus, die Dame. Oh, Stress incoming. Wie viel? Warum haben die denn nichts bekommen? Du hast mehr Stress Damage. Ja. Chop. Und Chop. Na, oh, schade. Weil gerade er macht hier gegen Untote, ne? Chop. So, Hölle. Dodge 28. Dodge 85. Ja, viel zu hohe Dodge-Wertung. Muss man gleich mal den Tooltip angucken, wie die Trefferchancen hier waren. So, Bade, Endstress auf jeden Fall. Den da. Geht sonst zu schnell hoch, das Ganze. Eine Heilung klingt auch nicht schlecht. Nochmal Endstressen. Bleib stehen. Ja. The end approaches. Dunkler. So, wir haben eine Trefferchance von 70%. Das geht eigentlich. Wie viel hätten wir ohne das Ding? Kann ich jetzt nicht wegnehmen? Nein, kann ich nicht. Das dritte Mal bei 70% ist daneben, ne? Ich komme mir vor, wie bei XCOM. Ja, definitiv. Also wir müssen in Zukunft mehr Accuracy-Sachen mitnehmen. Oder wir müssen mehr debuffen. Also Dodge-debuffen. Also jetzt geht's hier auch, weil hier noch keine anderen Kreaturen mit bei sind. Aber theoretisch könnte hier noch ein vierter Gegner hier sein. Dann hätten wir eher ein Problem. Jetzt können wir gut gegenheilen, wir können gut gegen stressen. Das passt alles, aber ne, sobald eins davon wegfällt, oder sobald ein Gegner mehr wäre, nicht schön. Mal ganz davon ab, dass ich die ganze Zeit jetzt Fackeln verbrauche, weil die hier immer dunkel macht.
ja. Blutung für 4 ist in Ordnung. Komm schon, kritisch. 2er B. Ist doof. 20 Stress. So, jetzt aber. Bam. Gut. Weg mit dir. Okay. Das war ein kleiner Kampf, Goidor. Mitnehmen. Foolish horrors. Brought low and driven into the mud. So, surprise bitte, surprise bitte, surprise bitte, surprise bitte. Sehr gut. Okay, ich fange mal an mit dem hier, weil Accuracy scheint jetzt ja doch echt ein Ding zu sein. Gut, du blitzdingst. 45 Port, ja, das ist doof. Hack. 90% Trefferchance ist schon besser, aber auch die haben Dodge-Wert von 23. Du kriegst nächste Runde einen Flächeneffekt. Oh. Autsch. Was zur Hölle? Wenn die beiden denselben getroffen hätten, wäre der jetzt in der Death Door. So ein One-Shot ist echt übel. Also wenn die Gegner in einer Runde dran ist, drei von denen hintereinander angreifen können und dann einer von uns runtergehauen, einer von uns in den Death Door gehauen, einer von uns totgehauen. Wenn das in einer Runde passiert, sowas ist dann natürlich extremst übel. So, du in Stress mit denen. Den Flächenschaden, um den zu töten und den anzuditschen. Gut. Du, ich weiß nicht, ob Single Target oder Flächen. Mach Single Target auf den Baden, der sieht mir zu squishy aus. Da kriegt sie hier sein ab. Boah, jautsch. Macht ja auch jedes Mal Stress, das Zeug, ne? So, du könntest Chop machen, um den da hinten noch mit zu erwischen. Hugh, meine ich. Ist der angeschlagen hinten. Das ist nicht gut. Viel zu viel Schaden. Gruppenheilung. Ja. Das waren mal eben 28 HP, die geheilt wurden. Und der erste Nicht-Crit von einem Quarrel. So, du haust den da fokussiert. Du entstresst dich selber. Weil die 5er Helden jetzt zu endstressen, kostet die auch entsprechend, ne? Das heißt, ich kann mir das nicht wirklich leisten. Mit dir. Gut. Also, wir brauchen mehr Accuracy, wir brauchen mehr Dodge. Wir brauchen eine bessere Harfe. Vier ist in Ordnung. Ist auch in Ordnung. Du hack den weg. Leichen kommen weg durch. Ich kann das durch heilen. Nein, nein, mach du die Leichen. So. Dann kannst du wieder eine Gruppenheilung raushauen, die hoffentlich ähnlich gut ist wie eben. Yep, wieder 28. Und jetzt bin ich fast versucht, den Kampf absichtlich mindestens eine Runde hinaus zu zögern. Ja, wobei, geht. Heilung ist fast voll. Stress ist überschaubar. Ja, da zögere ich nicht hinaus, sonst kriege ich gleich wieder Stress. Hack den aber weg. Gut. So, was haben wir da? Content is yours. Mitnehmen. Okay, wir müssen 90% der Räume machen, also ja komm, gehen wir den Raum da unten kurz hin. Der ist leer, da muss man nicht viel tun. Dann können wir uns vielleicht so einen Kampfraum später sparen. Ist ein bisschen ungewöhnlich, dass ich jetzt vor Kampfräumen zurückschrecke.
Aber die Kampfräume sind jetzt nicht mehr Räume von yay, wir können entstressen und yay, wir... Ups, können zweimal Türen reingehen. Also Kampfräume und Kämpfe allgemein bedeuten halt nicht mehr jetzt freies Entstressen, freies Heilen und Loot, sondern sie bedeuten, oh, wir kriegen eventuell mehr Stress, oder? Oh, wir haben eventuell nicht genug zum Gegenheilen. Loot, ja, immer auf jeden Fall, aber ne, ob sich das lohnt, ist dann die Frage. So, sofort Kampf incoming. Das ist okay, das ist sehr okay. Also einmal ist es keine Stresse dann dabei. Die ist recht schnell down. Ja, und sie sind surprised. Das heißt, du kannst jetzt dingsen. Sehr schön. Du entstresst ihn. Du machst mal Flächenschaden in der Hoffnung, ihn zu killen damit. Ist unwahrscheinlich, oder? Okay, dann machst du das einfach nochmal. Fresse ausgewichen. Na gut, wenigstens er weg. Er könnte eine Blutung machen. Jo. Und nochmal 20 durch Blutung. Ich habe keine Bandagen dabei, ne? Ne. Du entstresst dich selber. Joa, die Heilerin weiß, was sie zu tun hat. Und der Bade jetzt auch. Du, chop. Den hinten. Single Target auf dich. 12. Gute Heilung, gute Heilung. Du, Single Target auf dich. Das dauert noch ein bisschen. Ein Crit, sehr schön. Aber ebenfalls eine recht hohe Blutung. Was macht der Debuff eigentlich? Mehr Stress, dass das geht. Mach mal ein Licht an. Du könntest ihn jetzt... Ja, töte ihn auch. Der cursed champion falls. 30 Heals. Nee, würde ich auch bald verkaufen. Also wir finden halt Gold, weil ein Goldstick ist mehr wert als das Trinket. Und jetzt bluten wir langsam aus, ohne uns gegen heilen zu können. Na, das ist nicht so schön. Splush. Splush. Weiter. Splosh. The light. The promise of safety. So, Licht geht gleich aus und demnächst aus. Oh, da war das da. Nice. Okay, also sowas hatte ich selten. Meistens war es immer nur ein Edelstein, der dann einen ganzen Slot in Anspruch genommen hat und der war nur 1000 Gold wert. Das heißt, ein Goldstack ist besser gewesen als ein Edelstein. Aber das da, ja, nett. So, wir müssen noch einen Kampf haben, mindestens noch einen Kampf und dann noch einen Raum und alles dazwischen ist. Also Licht geht bald aus, Kämpfe werden dementsprechend wesentlich härter, sowohl was Schaden angeht als auch Stress. Wir kriegen Loot, ja, aber davon werden wir bestimmt auch wieder 5000, 6000 ausgeben müssen, um die zu entstressen hier. Finding the stock is only the first test. Now it must be carried home. So, letzte Fackel. Hallo Jungs, ihr seid im falschen Gebiet. Aber irgendwie müssen hier auch neue Skelette auftauchen. So, du lässt looten. Oder entstresst. Ja, das ist ein Blut. Reeling. Huge. Nein, 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 nein. Keine Blutung. Keine Blutung. Keine Blutung. As life ebbs, terrible vistas of emptiness repeat themselves. Ja. Shop. Den. Oh, sehr gut. Heilung. Auf den. Du töte den. Nicht gut. Schon wieder Death Door. Nein, ganz knapp nicht.
Ausweichen, 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 ausweichen. Chen? Das ist doch. Pika ist down. Oh, Mist. Und das in einem stinknormalen kurzen Dungeon in einem Korridor. Das war kein sehr episches Ende. Heilung.